Ja moin, mein Name ist Laurens Werse von der Firma Nexart. Wir befinden uns hier heute auf dem Agrarunternehmen Bahnstedt in der Nähe von Querfurt, kurz vor Halle. Wir bewirtschaften hier mit einem Nexart ungefähr 1500 Hektar und befinden uns hier jetzt gerade in der Gerstenernte, wie hier zu sehen, mit zwei Nexarts. Also ich bin Max, arbeite beim Agrarunternehmen Bahnstedt, bin seit 2014 hier, habe meine Lehre hier gemacht und seit vorigem Jahr Februar fahre ich den Nexart. Ich bin Hauptfahrer, dann haben wir noch einen Zweitfahrer. Der macht dann quasi, wenn man, manchmal haben wir auch zwei Maschinen, dann fahren wir manchmal auch mit beiden Maschinen oder dann in Schichten. Ja, jetzt sind wir gerade am Gerste dreschen. Also jetzt steuere ich gerade auch nicht, jetzt fährt er gerade komplett autonom. Eigentlich mache ich nur mit denen vorwärts und rückwärts und hier steuere ich alles drüber. Wenn ich mal eingreifen muss, ist der dann da. Und dann kann ich hier mitlenken. Ja, hier haben wir jetzt Haspel hoch und runter, vor, zurück. Auf 7 haben wir jetzt Schneidwerk in Autokontur. 3 ist hoch, 2 haben wir reversieren, auf 1 ist an. Und 0 haben wir zum Beispiel einen Tempomaten. Wenn ich den jetzt drücken würde, dann sieht man jetzt hier, kann man da einen Tempomaten aktivieren. Könnte man auch 2 machen. Wenn ich jetzt nochmal drauf drücken würde, würde er jetzt die Höchstgeschwindigkeit jetzt fahren, die gerade eingestellt ist. Also wir können jetzt den Nexart auch wiegen. Dann haben wir hier die erste Wiegung, das ist jetzt mit vollen Bunker. Und dann haben wir dann mit leerem Bunker die zweite Wiegung und dann haben wir unser Tara-Gewicht. So, jetzt können wir mit denen hier die Tülle bewegen. Zählt er hier bis 5 und dann kommt das hier weg da raus. Sandra, 12,46. Ja moin, mein Name ist Jens, ich bin der Ansprechpartner für alles, was Nexart in Deutschland betrifft und ich freue mich, euch hier kurz was vorzustellen. Ja, das ist das Herz vom Nexart, alles modular eingebaut, vorne der Motor, in der Mitte ein Riemenabtrieb für die mechanische Leistungsübertragung und dann ein Verzweigungsgetriebe für die Generatoren. Wir haben einen elektrischen Fahrantrieb, das heißt, wir produzieren hier den Strom und verbrauchen ihn an den Rädern wieder. Das gibt ein sehr schönes Fahrverhalten, eine gute Steuerung und natürlich auch eine hohe Effizienz, weil elektrische Antriebe an sich schon einen hohen Wirkungsgrad mit sich bringen. Wir produzieren hier zweimal 160 kW. Nach 160 kW sind ungefähr 220 PS. Und diese 220 PS liegen dann auch an jedem Rad an. Häufig gestellte Frage, wozu brauchen wir die kleinen Räder? Die kleinen Räder entlasten das Hauptrad, dass wir die Stützlasten in den Griff bekommen und auch auf deutschen Straßen unterwegs sein können. Ja, hier zu sehen 50 Fuß Draper von MacDon. Wir setzen hier auf starke Partner in all unseren Anbaumodulen. Alles namhafte Hersteller, die am Zahn der Zeit sind, also modernste Technik. Und hier 50 Fuß Draper, eine gute Konturanpassung für alle Bedingungen geeignet. Ja, gekoppelt hier an den Nextrat-Rahmen dran, besonders hier auch die Bauraumgröße gibt es vor, dass wir ziemlich breit aufnehmen können, was eine gute Führung des Schneidwerks ermöglicht. Und zentral hier in unserer Mitte zu sehen, unser Einzugskanal, der dann das Erntegut in der Mitte zum Rotor aufteilt. Auf Feldwegen oder zum kurzen Übersetzen können wir das ganze Schneidwerk auch an den Nextrat ranklappen. Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal abbauen. Wir sind natürlich dann etwas Überbreite, aber können auf Feldwegen dennoch kompakt umsetzen. Ja, nach unserem Einzugskanal kommen wir zum Rotor. Sehr spannend bei uns, weil der liegt nämlich quer drin, nicht längs wie bei herkömmlichen Mähdreschern. Das bedeutet, dass wir den Gutfluss vom Einzugskanal direkt weiterleiten können in den Rotor. Ein sehr schonender Drusch, ein sehr energiearmer Drusch, also sehr effizient dieser Ausdrusch, was auch wenig Bruchkorn und wenig Verluste bedeutet. Und wir teilen den Erntegut hier einmal auf, also wir teilen das auf nach dem E-Kanal. Ein Teil geht nach rechts, ein Teil geht nach links. Ja, bei Nextrat haben wir eine ziemlich breite Spur, man kann es hier ganz gut sehen. Wir fahren auf 14 Meter Spurweite. Grundlage dahinter ist das CTF, oder das Control Traffic Farming. Wir setzen das auf die nächste Spur, das Widespan Control Traffic Farming, also eine große Spur. Und das bedeutet, dass wir 5% der Fläche verdichten, ja, aber 95% der Fläche dafür nie wieder befahren. Also das ist ein kleiner Tauschhandel. Und die ersten Ergebnisse hier auf den Flächen zeigen auch, dass das sich schon bewahrheitet. Eine gute Bodenstruktur, gute Wasserverfügbarkeit und auch einen stabilen Ertrag bis zu der Ertragssteigerung sogar. Also die Kabine, auch ein besonderes Bauteil hier am Nextrat, die ist drehbar. Wir können 270 Grad drehen und können damit vorne schauen, was das Arbeitsgerät macht und hinten kontrollieren, wie unser Arbeitsergebnis ist. Bei der Aussaat zum Beispiel ein besonderer Vorteil, dass man auch sieht, wie das Arbeitsergebnis ist, letzten Endes, was wir da auf dem Feld gemacht haben. Ja, ganz besonders auch hier zu sehen wieder der große Bauraum des Nextrats, also der Vorteil von dem aufgelösten Bauweise und der modularen Bauweise. Wir haben viel Platz. Auch für einen großen Korntank, 32 Kubikmeter können wir hier mitnehmen. Da kriegen wir immer einen LKW mit voll. Das macht schon Spaß und sorgt auch dafür, dass wir sehr effizient sind beim Umladen. Auch zu sehen hier die große Schnecke. Auch ein weiterer Vorteil, wenn wir abtanken wollen am Feld, wenn wir CTF durchsetzen wollen, müssen wir schnell abtanken. Und das machen wir mit einer Entladeleistung von 600 Liter die Sekunde. Also wirklich unter einer Minute der Bunker leer und der LKW voll. Ja, dann haben wir noch verschiedene Anbaugeräte für den Nextrat. Und zwar von Dammann eine Feldspritze mit 56 Meter Arbeitsbreite. Dann haben wir von Wienhof das Güllefass mit 32 Kubik. Dazu ist dann von Evers eine Scheimecke, eine Güllescheimecke. Und das Schleppschuhgestänge ist von Vogelsang. Ja, dann haben wir noch ein Tanksystem. Da kann man noch verschiedene Arbeitsgeräte reinhängen, zum Beispiel wie Krupper, Kurzscheimecke. Dann haben wir noch eine Spirit von Väterstadt und eine Tempo Einzeltrompenmaschine. Ja, das war es eigentlich.